schon wieder unterwegs ist, da wird es nicht reichen. Wir haben den 52. Zweitplatzierten im Moment in der Box, von Leighton in der EG. Der ist zurzeit auf Platz 3. Aber schon eine gute Rundenzeit für Nick Padmore im Ferrari von Christopher Stahl, den wir gerade im Interview mit Fahrer ja gesehen und gehört haben. Da hat er schon 207 hingelegt. Jetzt kommt natürlich die erste vollgefahrene Runde, aus der wir zurückkommen wird. Da bin ich mal gespannt, ob da möglich ist. Ja, wir kriegen natürlich super Kamerabilder immer wieder. Sie sehen es übrigens angeblich auf den Großbildschirmen auch. Jetzt gerade eben hier, den alle machen müssen. Dann wieder weiterfahren, sodass hier Gleichstand für alle gegeben ist. Dadurch, dass ja in der Pitlane auch wie im internationalen Motorsport üblich Tempo 60 gilt. Und der Stuart Bencher. Jetzt hier wahrscheinlich
schon andersrum, genau, aus der Hyundai-Kurve raus. Stützpunkt vorne, dann Pause, ja. Werner schon da, wir erinnern uns, es waren 8 Sekunden, jetzt sind es nur noch 5 Sekunden. Dabei bleibt, dass er pro Runde hier 2 Sekunden holt, ist das auf jeden Fall sicher, dass er nochmal auf die Pole Position kommt.
da geht's direkt schon flott voran. Natürlich der GT40, der silberne GT40, der zeigt dir direkt mal, wo man losgelassen hat. Souverän, setzt sich an die Spitze. Yeah, that's
Okay, the
das Auto total überhitzt, sowohl Wasser wie auch Öl, schwarz. Formationsflug auf dem Nürburgring unterwegs. Füller im Moment der Solist, der hat sich ein bisschen befreien können, fährt jetzt an Trautwein heran, auch das ein STD-Fahrzeug. Lücke Willigersen in den Kurvenkombinationen sieht das für mich so aus, als würde er die nachfolgenden Piloten ein kleines bisschen aufhalten. Trautwein läuft da immer wieder in seinem Windschatten auf, kann jetzt aber die Räume ganz geschickt
abdecken und bleibt erst einmal liegt also ebenfalls sehr, sehr gut im Rennen vorne auf den ersten Positionen. Marc Hessel hat sich ein Stück weit
einer von den dreien, der Schwarze in diesem Fall. Mein Gott, ist das eng in diesem Auto. Das sieht so aus, wie man im Film natürlich die Autofahrer als Erzieher hat, die sich auf den Vordergrund stellen kann, ohne die Optik und die Originalität dieser Rennautos. Und dabei Jaguar E-Type wird da aber noch diskutiert.
wieder finden, das wollte ich gemacht, was auch auf dem Geld nicht alles gemacht. Frederick William Lancaster baute 1895 sein erstes Auto. Das ist auch das erste Auto, das die Uhr in Großbritannien. Thank you.
I see the hair holds on heavy.